Der Klimaschutz, das ist eine Menschheitsaufgabe. Die Große Koalition jetzt antwortet darauf aber mit hektischem Klein-Klein, mit einer echten Flickschusterei. Sinnvoll wäre es, man würde CO2 einen Preis geben, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet, also nach dem Markt. Wer CO2 ausstößt, muss zahlen. Wer CO2 speichert, also indem er Wald aufforstet, der bekommt Geld, vereinfacht gesagt. Stattdessen wird viel an der Preisschraube gedreht und man hofft, dass Menschen dadurch ihr Verhalten verändern. Es wird nur vieles teurer machen, wirksam ist das nicht. Echte Anreize für Innovationen fehlen. Das Echo auf diese Ergebnisse ist nicht gut. Es gibt viel Kritik und zwar von allen Seiten. Und das zeigt, wir brauchen einen nationalen Klimakonsens aller staatstragenden Parteien, weil nur dann hat dieses Klimapaket mehr Zeit und kann länger wirken, als Frau Merkel noch im Amt ist.